Ey Leute, was geht? Heute ein neues Unboxing. Zum ersten Mal ein DVD-Unboxing. Batman Dark Knight Rises. Das war's mit dem Unboxing. Viel Spaß. Ja, nein, es geht um Far Cry 3. Ich habe runtergehandelt, wie man sieht. Handeln ist alles. Handeln ist alles. Trollo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 l. Handeln for the win. Da steht dran 60. Was habe ich gezahlt? 55, like a boss. Trollololol. Ja. Ja, viele werden jetzt sagen, was soll das? Hast du gesucht? Hitman ist letzte Unpacking für dieses Jahr. Mann, jetzt habe ich einen YouTube-Server runtergefahren. Blöds Arschloch. Schau ich nicht an, krieg ein Dislike und so. Ja, tut mir leid, Far Cry war auch nur so spontan irgendwie, so Impuls. Jahrelang, ja. Jahrelang war ich Hitman-Fan und jetzt nicht mehr. Nein, Spaß. Ja, also, Far Cry 3. Ich habe schon viel von dem Spiel gehört. Auf der Gamescom zum Beispiel. Selber angespielt. Richtig geil. Wir haben uns lang genug vertraut, Mann. Halt die Schnauze. Ja. Und ja, Far Cry 3. Schon geil. Jetzt hoffe ich mal, dass ich auch geiles Besitz, um weitermachen zu können an Far Cry, weil irgendwie, weiß ich nicht, Far Cry 2 war schon geil, aber Far Cry 3 mit was? Did I tell you the definition of insanity? Mal gucken, wie das auf Deutsch rüberkommt. Ich hoffe, dass es nicht so schützenmäßig rüberkommt. Ja, was ist denn da drin? Ja, das war jetzt eine blöde Frage. Was ist denn da drin? Was wird da wohl drin sein? Natürlich Far Cry 3. Mit was? Did I tell you the definition of insanity? Und hier ist natürlich mein Lost Expedition Zeugs. Mit meiner exklusiven Singleplayer Mission. Und meiner exklusiven Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Da unten ist mein Code, aber das werde ich nicht zeigen. Mein Ublay-Passport. Was zeigt natürlich schön drauf. Sagt, löst das Ding ein oder ich zeig dir, was die Definition of Insanity ist. Und hier ist nochmal drauf. Und hier nochmal. Überall ist was drauf. Da ist was, da ist was. Da ist was. Was. Da ist was. Ja. Booklet, auch wunderschön in Schwarz-Weiß. Gibt's einen schönen, gibt's ja nicht oft in Schwarz-Weiß. Booklet, huscht, huscht. Ja. Was kann man denn noch sagen? Far Cry 3. Ja, der Release war ja am 27. Wann habe ich es mir gekauft? Am 30. Trollalalol. Ja, Batman, weil Batman hier gerade noch so geil dran liegt. Passend zum Release. Gibt's auch mal zum allerersten Mal ein DVD-Unboxing. Was eigentlich keiner sehen will. Aber trotzdem ist man dabei. Ja. Bane und Batman. Ich war ja selber nicht so noch drin. Eigentlich habe ich das nicht geplant. Damals war ich nicht. Batman, schon so lange Batman-Fan, muss ich also doch sein. Ja, der Film ging ja, glaube ich, knapp 160 Minuten, glaube ich, also über fast 3 Stunden, wenn es mich nicht täuscht. Ja, 160 Minuten. Lange, lange. Saturn hat ja auch eine Aktion gemacht, da kriegt man dann so ein Poster hat man da gekriegt. Ja, aber ich krieg da kein Poster. Aber das brauche ich auch nicht. Das war's aber auch wirklich das letzte Unboxing für dieses Jahr. Außer vielleicht Weihnachten. Nach Weihnachten vielleicht noch All-Stars. PlayStation All-Stars für die PS Vita. Aber das war's dann auch. Vielen Dank, bis dann und ciao.